Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, heute werden wir ein bisschen unsere Insel bearbeiten. Aber erstmal gucken wir, was wir hier für Post haben von der Akademie. Immer noch B-Rang, okay, macht nichts. Macht nichts. So viele Möbel haben wir auch noch nicht. Goldabzeichen, oh, ich habe aber schon das Goldabzeichen, das ging irgendwie schnell. Ist das nächste bestimmt Platin oder Diamant oder sowas, falls es das überhaupt gibt. Wer ist Gold das Beste? Ich weiß es nicht. Wohin tun wir es? Wir tun es mal hier an die Wand. An die Wand, zeig mal her. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ja. Wir gucken mal eben ganz kurz. Ich brauche nämlich ein bisschen Obst. Obst, Obst, Obst. Wo haben wir Obst hier? Denn wir wollen ja heute, nämlich, ja komm, ich nehme euch. Ich habe gestern noch das Museum verschoben. Deshalb können wir heute sehr gut bauen. Da freue ich mich drauf. Achso, dann kann ich eigentlich auch die Stego-Dinger da mitnehmen. Genau. Wo sind sie denn? Die Fossilien. Wo seid ihr denn? Ihr hübschen Dinger. Ihr hübschen Dinger. Insekten, Holz, hier. So, wir brauchen den Brachiosaurus. Ja, den nehmen wir mit. Den T-Rex. Ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen sollen. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich hätte gerne den Brachiosaurus. Das ist nämlich so mein Lieblingsdinosaurier. Und den würde ich dann auch ganz gern präsentieren. Wir gehen aber erstmal wieder dem Strand entlang. Holen uns noch die Früchte hier. Obwohl, die können wir eh nicht verkaufen, die lassen wir liegen. Aber wir können die Bäume schütteln. Boah, hier sind ja wieder viele Muscheln. Okay, da hinten ist nichts. Ich finde schön, dass es wieder regnet. Weil so muss ich wieder die Blumen nicht gießen. Das ist echt super, wirklich. Danke, Spiel, danke. Danke, danke. Oder das Spiel will, dass ich endlich die Regenfische fange. Aber nee, nee, so nicht. So, was haben wir hier? Goldhelm erlernen. Ein Helm aus Gold. Zeig mal her, wie der aussieht. Oh, cool, so eine Art Ritterhelm für Golderz. Ja. Gefällt mir sehr gut. So, hier haben wir einen Fisch. Ach ja, stimmt, das war ja schon das Rezept, ne? Hier ist auch wieder keiner hin. Also der Campingplatz ist hier gefühlt nicht so oft aktiv wie in den älteren Teilen. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Und ich hoffe auch langsam, es will jemand ausziehen. Das wäre nämlich sehr, sehr schön. Am liebsten Pamela. Ist mir egal, dass sie mir Rezepte gibt. Ich will, dass sie aussieht, die alte. Das geht ja so gar nicht. Wieso sind hier eigentlich immer so vereinzelte Bäume? Was ist ja hier auch wieder nervig, nervig. Okay, dann gehen wir aber erstmal zu Tina und Sina. Überleg gerade. Bonbon-Stehlampe, okay. Hallo Koalaschen, dich spreche ich natürlich an. Hallihallo, wie geht's dir? Ach, ich liebe Spaziergänge, da bleiben die Füße immer so schön beschäftigt. Oh ja. Ich würde auch Spaziergänge lieben. Wenn ich rausgehen würde, Leute. So. Oh. Es regnet, die Welt wird nass. Ich kenne das Lied gar nicht. Aber irgendwie so ging das so, oder? Irgendwie so. So. Ich habe gestern wieder mit Lucifer angefangen. Lucifer. Auf Amazon Prime. Denn da soll es ja dieses Jahr eigentlich noch die neue Staffel geben, aber ich denke, ich werde vielleicht verschoben leider auf nächstes Jahr. Aber die brauchen nur 2 Folgen, soweit ich das weiß.
Dann hätten sie eigentlich alles. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Was brauche ich denn für eine Schaufel nochmal? Ach ne, da brauche ich bestimmt eine Axt für, ne? Ach komm, wir können auch R drücken. Für eine Schaufel brauchen wir Hartholz. Für eine Axt brauchen wir Ast und Steine. Ja, toll. Hä? Okay, Leute. Wie soll man sich eigentlich eine Axt herstellen, wenn man keine Schaufel hat? Weil da müsste man ja auch Steine kloppen, damit das geht. Hier liegt zum Glück einer herum. Zwei. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen. An irgendeinem Stein. Oh, das ist schon wieder hier. Nerv pur. Da ist auch einer. Da ist eine Schnecke drauf. Kein Stein. Ich könnte natürlich nach Hause gehen, aber so bekommt man hier keine Steine. Ist er hier? Boah, da muss man echt aufpassen, oder habe ich irgendwas übersehen, Leute? Habe ich irgendwas übersehen, wie man an Steine kommt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du kommst weg. Wir gehen mal hier rein. Hallo, hallo, Tina, Sina. Im Notfall müssen wir nochmal nach Hause gehen. Ja. Ein Feuerwehrhelm. Okay. Oder ist das überhaupt ein Feuerwehrhelm? Also, das ist irgendwie immer da gefühlt. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wo ich die sehen kann, aber danke. So. Oh, Arbeiterschürze. Die kenne ich, glaube ich, schon. Polunder mit Hemd. Haben wir den schon? Weiß nicht. Oh, das ist mir eigentlich Staffel auf Top. Aha. Streifenshorts. Okay. Die finde ich, glaube ich, besser. Dann natürlich den Feuerwehrhut, den haben wir natürlich nicht. Eine Gasmaske haben wir. Und neue Schuhe gibt es ja auch nicht. Nee. So, nehmen wir. Nehmen wir mit. Jeden Tag laufen wir anders herum, Leute. Tschüss. Ja, ich danke auch. Ah, ich habe gestern den Potter geguckt. Ja, toll, ne? Super, super. Und ich habe... Jetzt habe ich ein leckeres gegessen. Ich glaube, ich habe... Ratarata Frikadellen mit Kartoffelpüree gegessen. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Obwohl, ich will jetzt nicht angeln, weil sonst kann ich nichts verkaufen. Genau. Und ich will ja nicht im Inventar dann 10.000 Fische haben. Und danach, da lief dann so eine Top 33 Momente von Harry Potter. Das fand ich schon cool. Vor allem, weil die wurde 2020 produziert, da war alles dabei. Fand ich sehr schön. Sehr schön anzusehen. In den Geldbeutel. Das nehme ich ja mit. Ins Lager. Ins... Ne, du nicht. Was haben wir hier? Gott, die Kopfmütze kann auch weg. So. Dann Steine. Ich brauche Steine oder eine Axt. Da waren Steine. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein paar Äxte. Nehme ich die mit. Und eine Schaufel haben wir sogar auch noch. Sehr gut. Sehr gut. So, dann wollen wir mal. Ich könnte natürlich auch einfach hier abkürzen. Aber nee, da muss ich ja Inventar die ganze Zeit wechseln. Das wäre ja nervig. Na guck mal, da wären auch noch Steine gewesen. Okay. Misusu. Ich komm gleich. Ich muss hier noch eben Sachen ausgraben. Ja, Schaufel.
Und her mit dem Geld. So. Ich probiere es jetzt erstmal mit 10.000. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Vergraben. Und in den Geldbeutel. Misusu. Oh, Rüben. Heute ist der Sonntag. Oh mein Gott. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh mein Gott. Ich muss mal eben hier alles hinschmeißen. Ablegen. 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 Rüben. Hätte ich fast vergessen, Leute. Wirklich. Wäre sie jetzt nicht da gewesen, ich hätte es eiskalt vergessen. Nee, ach nee. Wollte ich nicht ausrüsten. Warte, ablegen. Alles ablegen hier. So, das ist voll. Oh, ablegen. Da muss ich gleich mal kurz Kohle holen. Oh mein Gott. Habe ich echt knallhart vergessen. So. Boah, ich komme hier gar nicht dazu, irgendwas zu bauen, weil die ganze Zeit kommt hier irgendwas dazwischen. Ich möchte mal ganz kurz wegen den Zäunen gucken. Ah, hier ist er, den brauchen wir. Achso, ich hab dich schon. Okay, nee, dann nicht. Dann möchte ich ganz gerne Bankautomat. Auszahlung. Alles. Alles auszahlen. So. Wie voll ist jetzt mein Inventar? Das ist lustig. Hallo. Wo ist denn? Da. Schönen guten Morgen. Na, magst du schöne frische Rüben kaufen? Recht viele vielleicht? Ich habe reichlich Rüben, frisch vom Rübenmarkt. 93 Sterne ist pro Stück. Magst du welche kaufen? Ich kaufe welche. Juhu, gut. Und wie viele genau? Eine kostet 93. 1, 4, 0, 8. Achso, wie viel Rüben ich kaufen will. Ups. Doch nicht, na, wie du willst. Schönen Sonntag. Nee, ich will kaufen. Ich kaufe welche. Neun, neun, neun. So viele Rüben kannst du ja gar nicht tragen. Das nennt Mama Pech. Och man, ey. Dann 4000. Wie blöd, so viele... Auch nicht. Oh. 3000. Eintausend. Ja, damit. Alter. Als ob ich nur so wenig Rüben kaufen kann. Okay, ich muss mal eben Platz machen im Inventar. Warte, einen nehmen wir nur mit. Dann gib mir bitte. Hätte gerne 1000. Ja, damit. So, super. Dass ich nicht so viel ertragen kann, ne? Das nervt mich jetzt hier ein bisschen. Legen wir mal eben ein paar ab. So. Dann können wir nochmal für 1000 kaufen. Dann gib mir bitte. Ich hätte gern 1000. Hier, bitteschön. Her damit. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke.
So. Ich komme gleich wieder. Ich bringe mal eben die Rüben nach Hause. Das ist ein weiter Weg bis nach Hause, Leute. Ah, vielleicht müssen wir doch morgen bauen, Leute. Das dauert jetzt hier bestimmt ein wenig. Ja. Weil um 45 habe ich schon einen Termin und wir haben gleich 45. Ist nicht sehr schön. Nicht sehr schön. So, ich gehe mal in meinen Keller. Und platziere die Rüben da jetzt alle. So. Ablegen, ablegen, ablegen. So. Sieht ja schon mal sehr schön aus hier, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Hier passen auch noch viele Rüben hin. Boah, ich werde mega reich. Ich werde echt mega reich, wenn ich hier wirklich alle dann verkaufen werde. Alle, alle. So, dann hier. Ablegen, ablegen, ablegen. Da, 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 da. Eine Hogwarts-Melodie habe ich noch nie gehört hier, ne? Oder habe ich die verpasst? Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, ich hätte die noch nie hier gehört. Das ist echt traurig. So. Nächster Schub Rüben. Wird gegönnt. Wie lange ist sie da bis 10, ne? Dann muss ich das jetzt auch machen. Das kann ich nicht später machen. Sonst ist sie weg. Weg vom Fenster. Und das wäre für jeden nicht schön. Ne. Ich komme. Ich habe ihren Namen vergessen. Wie hieß sie denn nochmal? Jona, ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder im Gedächtnis. So, hallo Misusu. Jona. Da. Oder Jona? Jona. Okay. Dann gib mir bitte welche. Gut, ich hätte ganz gerne 3000. Gut. Ja, her damit. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Hoffe ich auch. So. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Fast gar nichts. Okay. Das heißt 3500. 3500 können wir das nächste Mal machen. Ah, merken. Das merken wir uns mal. 3500. Und dann geht's wieder nach Hause. Ja, ja, da müssen wir morgen beim Museum arbeiten. Machen wir das nicht heute. Denn, ja, ne? So viel Zeit habe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, ich müsste nicht ganz so viel machen, aber das Rübentag ist, habe ich schon wieder ganz vergessen. Komplett vergessen, Alter. Mann, 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 Mann. So, ablegen. Heute ist Sonntag, ne? Ja, ist natürlich Sonntag. Wieso stelle ich diese Frage, wenn ich die mir selbst schon beantworten kann? Ich weiß es nicht. Aber das ist halt so, ne? So, oh Gott. So. Ablegen, ablegen. Ja, Rüben, Rüben, Rüben. Habe ich jemals eine Rübe gegessen? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht, ne. Ich meine nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mal sowas hier gegessen habe. Eine Rübe. Bei mir gibt es nur Kartoffeln und Spinat. Das ist lecker, Leute. Das ist absoluter Luxus. Ich glaube, ich brauche gleich noch einen Raum. Gott, ich darf die Rüben ja nicht vergessen. Wirklich nicht. Okay. Passt perfekt, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Erster Raum wäre fertig. Aber bevor ich jetzt neue Rüben kaufe, muss man eben oben gucken, ob hier auch alles leer ist. Ja, hier ist alles leer. Perfekt.
Perfekt, dann gehen wir mal ganz, ganz schnell wieder dahin. So. Na, mein Wecker stand auf 7.45 Uhr. Ich dachte mir dann so, komm, der Traum, der war so schön. Da schlafe ich einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich geträumt, wie ich meinen Geburtstag im Schulbus gefeiert habe. Cool, ne? Es war irgendwie lustig. Und dann sind wir doch irgendwie wandern gefahren. Das war dann sehr komisch. Aber er war irgendwie interessant. Fand ich irgendwie lustig. So. 93 Sterne. So, 3, 5, 0. So. Gut. Ja, her damit. Hihi, bis zum nächsten Mal. Sehr schön. So, dann. Wie viel Platz haben wir? 3 Stück. Da kommt jetzt natürlich das Geld hier hin. Na, damit wir gleich nochmal was kaufen können. Na, Leute, das wird ja. Ich glaube, wir werden reich. Wir haben jetzt 1 Million investiert. Und wenn wir davon schon nur allein das Doppelte bekommen, haben wir am Ende 2 Millionen. Das wäre natürlich schon mega cool. Aber was ist, wenn wir das Fünffache davon bekommen? Hätten wir 5 Millionen, Alter. Vielleicht sogar fast 6 Millionen, weil ich weiß nicht, wie viel wir genau da investiert haben. Ich glaube, 1, 2. So, dann gehen wir mal hier eben hin. Und ablegen. Ach, ist das schön, so viele Rüben zu haben. Wirklich. Ich bin momentan auch wieder in dieser Netflix-Sucht verfangen. Bei Naruto Shippuden. Ich schaue zwar nicht jede Folge, aber ich schaue die Folgen, die mir besonders gut gefallen haben. Zum Beispiel das Kennenlernen von Sai und Naruto. Dann natürlich Hinata gegen Pain. Das war auch geil. Naruto gegen Hidan und Kasuso? Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der andere Typ von Akatsuki mit seinen vielen Herzen. Das fand ich auch relativ sehr cool. Ja, und als Naruto seinen Vater kennengelernt hat, auch sehr schön. Jiraiyas Tod. Ach, das waren alles tolle Momente, Leute. Traurige und tolle Momente zugleich. Mhm. Ablegen, ablegen. So, eine Portion Rüben können wir jetzt noch holen. Oder? Oder vielleicht sogar 2, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mann, ich sag das irgendwie viel zu oft, ne? Hundertprozentig sicher. Ich habe mir außerdem ein neues Buch gekauft. Habe ich das gestern erzählt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da versuche ich jetzt jeden Tag mindestens 10 Seiten zu lesen. Und ja, wie es heißt, habe ich schon wieder vergessen. Ah, die Utopie des Reisenden? Ich glaube schon. Irgendwie so. Es liegt gerade nicht in den Griffen Nähe. Es liegt nämlich auf meinem Waschbrett. Genau, auf meinem Waschbrettbauch, Leute, liegt es. Genau. Genau, und auf nichts anderem. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, ich will keine 50er-Dinger haben. Nee, nee. Nochmal, bitte. So. 3, 5, 0. Genau. Okay, dann können wir gleich nochmal welche holen. Die werde ich aber dann wahrscheinlich in meinem Hauptraum liegen lassen, weil... Sonst vergesse ich die bestimmt. Ich kenne mich einfach zu gut. Auch voll leer. Das ist da das Museum. Ich muss nicht mehr außen herumlaufen. Sehr praktisch, finde ich.
sehr, sehr praktisch. Ja, sehen wir das Museum eigentlich von hier aus, von meinem Haus aus? Warte. Nee, sieht man gar nicht. Okay. Dann sieht man es nicht. Oh Mann, wieso habe ich denn jetzt einen Detektiv Conan Ohrwurm im Kopf? Den habe ich doch schon sehr lange nicht mehr geschaut, tatsächlich. Aber der kommt ja wieder bald auf Pro7 Max. Dann wird der auch wieder geschaut. Da hoffe ich mal auf neue Folgen endlich. Das heißt endlich, ne? Die letzten kamen erst vor 2 Jahren, aber trotzdem. Wäre es ganz cool. Hab früher immer gesagt, komm, ich werde mir selbst die Lizenz von Detektiv Conan irgendwann leisten können. Für den Eigenbrauch. Aber dann könnte ich eigentlich auch direkt die DVDs einfach nur kaufen und schon habe ich alles. So, hier ist jetzt voll. Sehr gut. Ist eigentlich jemand online? Nee, ne? Guck mal. Nee, keiner online. Dann schreibe ich mir lieber, denkt an die Rüben. Wartet, Leute, ich muss das eben schreiben. Denkt an die Rüben. So, perfekt. Wir haben jetzt noch... Oh Gott, wir haben auch richtig viele, ne? Okay, dann muss ich mal eben hier den Raum benutzen. Ganz auch weg. So. Katze, das... Bücher, wer braucht denn Bücher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da wurde versendet, perfekt. Schade, ich hätte heute echt gerne meinen Museumsbereich gebaut. Damit hier zumindest irgendwas Kreatives ist. Aber leider schaffe ich es zeitlich nicht. Wir nehmen ja jetzt schon auch wieder 27 Minuten auf. Mann, 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 Mann. Okay. Gehen wir mal ganz, ganz schnell noch zu Joanna, dann schaffe ich das sogar. Bin arm. Oh. Jemand aus meiner Freundesliste ist arm. Schreibt er mir gerade. Ja, dann nicht. Dann kauf halt keine Rüben. Dann wirst du immer arm bleiben. Warte, wie viel können wir denn kaufen? 2000? 2000 können wir noch kaufen. Her damit. Her damit. Ja. Dann nochmal bitte. Dann gib mir bitte. Tausend? Ah ne, ich habe nur 10.000. Oh, sorry. 5. Okay, da müssen wir mit 9 gehen wahrscheinlich. 90. Ja, 90 Stück bitte. 90 Stück, dann können wir noch. Dann können wir keine mehr kaufen. Also nur so Restposten, aber. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Cool, wir haben jetzt insgesamt 5.000 für morgen. Wenn Nook sein Paradies da öffnet. Ja Leute, ich würde dann sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann morgen wirklich beim Museumsbau. Aber erstmal besuchen wir morgen natürlich Nook, aber morgen habe ich mehr Zeit. Und ja, ne? Dann lege ich hier noch schnell die Rüben hin. Jetzt haben wir hier richtig viele. Vielleicht esse ich auch einfach morgen Rüben. Dann brauche ich nicht 10-mal Äpfel zu essen oder so. Das ist nämlich echt nervig. Mal schauen, mal schauen.
Oh, da sind nur 9. Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Mann. Ach stimmt, 90, ne, wenn 100 immer zusammengehören. Stimmt. Ja, hätte ich mitrechnen müssen. Okay, perfekt. Ist das denn hier eigentlich alles? Okay, das kann alles ins Lager. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kameto. Haut rein. Ciao, ciao.